Wir erklären die Energieberatung. Das ist Frank. Wie jeden Morgen sitzt er zusammen mit seiner Familie am Frühstückstisch und liest die Post. Da fällt ihm die Riesenenergieabrechnung in die Hände. Hat da jemand 2 Wochen lang den Kühlschrank offen gelassen? Oder sind Energiefresser am Werk? Wie findet Frank das heraus? Hier hilft nur eine Beratung. Den richtigen Ansprechpartner zu finden, ist aber bei der Vielfalt an Anbietern gar nicht so leicht. Zum Glück gibt es die unabhängige Energieberatung der regionalen Energieagenturen und der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Frank macht einfach telefonisch einen Termin aus, bei dem er auch seine Abrechnung vorlegt. Unabhängige Berater helfen ihm dann dabei, einen genauen Einblick in seinen Energieverbrauch zu bekommen. Die Architekten, Bauingenieure und alle anderen Fachleute sind ausgebildete Energieberater und wissen genau, wo sich die heimlichen Energiefresser verstecken. Ein paar kleine Investitionen und Tipps und Tricks später verursacht die Energieabrechnung endlich keine Bauchschmerzen mehr. Frank ist über den Energieverbrauch im Haushalt genau im Bilde und weiß jetzt, wo er Energie einsparen kann. Seine Schwester Sabine fragt sich, ob die Beratung auch ihr helfen kann. Sie möchte ihr Eigenheim energetisch auf Vordermann bringen. Kein Problem! Auch hier sind die regionalen Energieagenturen und die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg genau die richtigen Ansprechpartner. Dank der unabhängigen Energieberatung spart Frank enorme Kosten, genießt höheren Wohnkomfort und beteiligt sich am Klimaschutz. Auch Sabine muss keine Angst vor Fehlinvestitionen haben und hat nun einen Überblick über sinnvolle Möglichkeiten der Sanierung. Entscheiden auch Sie sich für eine unabhängige und qualifizierte Beratung bei den regionalen Energieagenturen und der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mehr Informationen bekommen Sie unter um.baden-württemberg.de.